Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Weltbild, das liberale Menschenbild, für das ich einstehe, das hat eine Zielvorstellung. Demnach soll jeder Mensch aus eigenem Engagement, aus eigenem Willen sein Leben in seinem Sinne gestalten können. Ein wesentlicher Teil erfordert dazu das Bestreiten des eigenen Lebensunterhaltes durch eigene Arbeit oder eine zündende Idee für eine konkrete Unternehmung. Aber diese Wunschvorstellung hat leider ihre Grenzen. Aus unterschiedlichsten Gründen ist es halt manchmal nicht möglich, seines Glückes Schmied zu sein, sei es eine schwierige Kindheit, Schicksalsschläge oder auch körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen. Und hier muss unser Sozialstaat so unterstützend tätig werden, dass die Betroffenen weitestmöglich ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Und deswegen freue ich mich immer über jede sozial- oder bildungspolitische Debatte, die wir hier im Landtag führen, weil wir nur so unser soziales Netz im Land engmaschiger gestalten können. Und bei aller guter Gesetzgebung und auch bei aller guter Absicht merkt man, dass es immer ein fortlaufender Prozess ist, die öffentliche Unterstützung hieran zu schärfen. Dies gilt insbesondere bei der Inklusion, welche zusammen mit der UN-Behindertenrechtskonvention nicht ohne Grund im sozialen Kapitel des Koalitionsvertrages zu Beginn steht und zudem auch einen großen Teil im Bildungskapitel einnimmt. Mit jedem Schritt, den wir zur Verbesserung voranschreiten, steigt in der Regel gleichermaßen, aber auch, und dies auch zu Recht, die Anforderung und die Nachfrage nach stärkerer Inklusion. Der Weg zur vollständigen Inklusion wird daher niemals zu erreichen sein, was aber in diesem Verständnis auch gut ist. Denn Gesellschaft und Staat dürfen niemals aufhören, besser zu werden in dieser Hinsicht. Oh Gott, was ein Versprecher. Was ein Versprecher. Und ich möchte einen Punkt des SSW hier aufgreifen. Wir müssen Menschen mit Behinderung Schutz bieten. Aber bürokratische Vorgaben dürfen nicht dazu führen, dass wir Menschen mit Behinderung vor Arbeit sozusagen abhalten oder unbeabsichtigt sie vor Arbeit aussperren. Daher sollten wir in der weiteren Beratung, auf die ich mich schon sehr freue, die Punkte, wie sie bereits in Ihrer eigenen Antragsbegründung drin steht, ich zitiere, niedrigschwelligere Angebote und flexibilisierte Arbeitszeiten, ja, prüfen, beleuchten, bewerten und schauen, was wir derzeit schon an Möglichkeiten haben und welche Möglichkeiten wir derzeit halt noch nicht haben. Denn gut gemeinte Vorgaben können auch zu kontraproduktiven Ergebnissen führen. Jede Erleichterung, die Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einen Schritt näher in ein Beschäftigungsverhältnis führt, ist der Diskussion auf jeden Fall wert. Und einige der beschriebenen Problemlagen in der Drucksache werden voraussichtlich durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gemildert oder hoffentlich auch gänzlich abgeholfen. Die volle Wirkung entfaltet das Bundesteilhabegesetz sowie seine landesrechtliche Umsetzung jedoch erst zukünftig. Wir können daher jetzt noch nicht sagen, ob und wo eventuell zur Verbesserung nachjustiert werden kann oder auch muss. Die Verengung auf die Eingliederungshilfe und den Zusammenarbeitsbereich mit den Kommunen, wie es im vorliegenden Antrag geschrieben steht, das könnte ein Stück weit zu kurz greifen. So braucht es beispielsweise Wege, die insbesondere denjenigen, die bereits länger ohne Berufstätigkeit sind, Arbeitschancen eröffnet. Und das ist wiederum nur in Kooperation mit den jeweiligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern möglich. Hier hat der Bundesgesetzgeber im SGB 9, § 11, auch die Unterstützung von Modellprojekten eröffnet. Und in Schleswig-Holstein wird dies auch bereits genutzt. So hat die Landesregierung in 2018 zusammen mit den kommunalen Landesverbänden und der Bundesagentur für Arbeit eine Möglichkeit geschaffen, die es Menschen mit Behinderung einfacher macht, den ersten Schritt in den Arbeitsmarkt über einen Minijob zu machen. Die Arbeitgeber erhalten hierfür entsprechend öffentliche Förderung. Und ich denke, wir würden es sehr begrüßen, wenn dieses Modell noch weiter wächst, mehr Arbeitgeberinnen, am besten gut verteilt im ganzen Land, dazukommen. Perspektivisch wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn auch Arbeitsverhältnisse oberhalb der Minijobgrenze mehr ausgebaut werden und hierüber eine Arbeit für Menschen realisieren können. Daher freue ich mich sehr auf die Beratung im Sozialausschuss zu diesem Thema. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.